vor kurzem einen Film über Jana gemacht, die ursprünglich aus Russland kommt und euch so schön erzählt, dass sie jetzt zu den besten Gymnastinnen Deutschlands gehört. Ja, da haben wir echt recht gehabt, denn am letzten Wochenende wurde sie in Leipzig knapp dreimal deutsche Meisterin. Ich habe mich natürlich voll gefreut, dass sie danach Zeit gefunden hat, mit mir zu reden. Hallo Jana. Hallo Ariana. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Bist du eigentlich die Einzige in der deutschen Mannschaft, die russische Wurzeln hat, oder gibt es da noch andere? Also es gibt in der Nationalmannschaft mehrere, die nicht direkt aus Deutschland kommen, oder auch aus verschiedenen Ländern, aber auch ein paar aus Russland. Also ist ziemlich unterschiedlich bei uns in der Nationalmannschaft. Ich habe gehört, du bist eine echte Sportsoldatin. Hast du eine richtige Militärausbildung gemacht? Ja, ich war tatsächlich in der Grundausbildung und habe da die Sanitätsausbildung, die Schießausbildung mitgemacht. Und ja, also es hat auch Spaß gemacht. Ist vielleicht nicht so, kann man sich nicht so einfach vorstellen bei mir, aber ich bin tatsächlich eine Sportsoldatin. Machst du jetzt Gymnastik in der Kaserne? Nein, in der Kaserne gibt es keine Halle für, also speziell für Gymnastik, und deswegen bin ich also in der Nationalmannschaft, in dem Nationalmannschaftszentrum in Fellbach-Schmieden. Du hast ja viele Erfolge gehabt, wie jetzt in Leipzig. Gibt es da einen Wettkampf, der für dich besonders war? Also besonders in Erinnerung sind mir zwei Wettkämpfe geblieben. Also einmal die Jugendolympischen Spiele in Singapur, weil das war einfach der Highlight von meinem Juniorbereich. Und wir waren da schon 3 Wochen vom Wettkampf da, damit wir uns akklimatisieren und alles. Und deswegen ist der Wettkampf mir besonders im Kopf geblieben und die Olympischen Spiele natürlich in London. Danke, Jana, dass du Zeit gehabt hast, mit mir zu skypen. Tschüss! Und bei uns geht es jetzt auch bald weiter mit Sportgymnastik, Eiskunstlauf und dem vielen anderen Sport, der in Russland gerade aktuell ist. Wir sehen uns!